Listen to me now. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an Beratungen der Bundesregierung. Und ich ersuche als Ersten um sein Statement den Herrn Bundeskanzler. Bitte schön. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, wir dürfen heute, wie angekündigt, die Details zum 38 Milliarden Hilfspaket präsentieren. Bevor wir dazu kommen, lassen Sie mich aber zunächst noch einen wichtigen Punkt festhalten. Ich erlebe, dass es im Moment viele Beschwichtigungsversuche gibt, dass es einige gibt, die nach dem Grundsatz sprechen, naja, so schlimm wird das schon alles nicht werden. Und ich habe Ihnen versprochen, hier immer ehrlich und transparent mit den Zahlen und der Sachlage umzugehen. Und daher kann ich nur noch einmal betonen, die Lage ist ernst und sie ist weiterhin ernst. Die einzig validen Daten, die wir im Moment haben, sind Zahlen, was die Toten betrifft, was die Menschen betrifft, die intensivmedizinische Behandlung brauchen und was die Menschen betrifft, die Spitalsbetreuung benötigen. Und all diese Zahlen sprechen eine sehr eindeutige Sprache. Ob unsere Maßnahmen wirken und in welchem Ausmaß sie wirken, das werden wir erst in den nächsten Tagen feststellen können. Aber ich möchte noch einmal betonen, die Sache ist ernst und es dauert definitiv noch, bis unsere Maßnahmen greifen werden. Daher die große Bitte an Sie alle, sehr geehrte Österreicherinnen und Österreicher, ist, halten Sie sich an die Vorgaben und glauben Sie keinen Beschwichtigungs- oder Beruhigungsversuchen. Neben den Herausforderungen, die diese Corona-Krise für das Gesundheitssystem mit sich bringt, ist es natürlich auch eine Krise, die massive wirtschaftliche Herausforderungen bedeutet. Wir wissen, dass die Situation in vielen Unternehmen eine höchst angespannte ist, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Jobs verloren haben, dass viele Menschen heute in Kurzarbeit sind. Und wir haben uns daher als Bundesregierung ja entschlossen, schnell zu handeln und haben gleich mit Einsetzung der Maßnahmen auch ein 38 Milliarden Hilfspaket angekündigt. Was zählt, ist aber nicht, was angekündigt wird, sondern was rauskommt. Was zählt, ist nicht, was angekündigt wird, sondern was ankommt bei den Betroffenen. Und daher bin ich froh, dass wir nach wirklich intensiver Arbeit von vielen Beteiligten jetzt an einem Punkt sind, dass ausbezahlt werden kann. Ich möchte mich ganz besonders beim Vizekanzler, beim Finanzminister und der Wirtschaftsministerin für die gute Zusammenarbeit in den letzten Tagen bedanken und möchte noch einmal kurz die Punkte aus dem Hilfspaket zusammenfassen. Zum Ersten die Kurzarbeit. Die ist breit angelaufen und bietet die Möglichkeit, dass viele Menschen in Österreich nicht ihren Job verlieren, sondern in Kurzarbeit gehen und die Lohnkosten von der Republik getragen werden. Zweitens der Härtefallfonds für EPUs. Wir haben versprochen, hier all jenen schnell zu helfen, die selbstständig sind, die EPUs sind, von der Physiotherapeutin bis zum Grafiker und denen auf einmal ihre Lebensgrundlage weggebrochen ist. Hier wird es bis zu 6.000 Euro innerhalb von 3 Monaten geben, also bis zu 2.000 Euro Maximum pro Monat für jede einzelne Person, für jede einzelne EPU. Dritter Punkt, der Krisenfonds von 15 Milliarden, der steht für die direkt betroffenen Branchen, Gastronomie, Tourismus, Handel und einige andere. Vizekanzler und Finanzminister werden noch im Detail darauf eingehen. Und darüber hinaus Kreditgarantien für alle, die es brauchen, und Steuerstundungen, um die Wirtschaft flächendeckend breit zu unterstützen. Wir sind darüber hinaus natürlich auch mit den Banken in Kontakt, um Kreditstundungen zu ermöglichen für alle Privatbetroffenen, Häuselbauer, die jetzt ihren Job verlieren oder weniger verdienen und aufgrund der Situation nicht in der Lage sind, ihre Kreditraten zu bezahlen. Hier braucht es Kreditstundungen, damit niemand aufgrund der Corona-Krise vor dem Nichts steht. Abschließend möchte ich festhalten, dass ich all jenen Menschen ganz besonders dankbar bin,
die in dieser schwierigen Zeit arbeiten gehen und arbeiten leisten. Selbstverständlich müssen immer die Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Ganz besonders möchte ich mich bei all jenen bedanken, die in Bereichen arbeiten, die vielleicht von manchen unterschätzt werden, die aber ganz besonders wichtig sind für die Versorgungssicherheit in unserem Land. Ich bin froh, dass die Arbeitgeber angekündigt haben, dass in den Supermärkten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein spezieller Bonus in diesem Jahr bezahlt werden wird. Und wir haben als Bundesregierung entschieden, diesen steuerfrei zu stellen, damit er auch in voller Höhe bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommt. Selbiges gilt selbstverständlich auch für alle anderen, die hier direkt an der Front Dienst tun, mit Menschen in Kontakt sind und weit über ihre Grenzen hinaus wachsen. Das bedeutet, wir werden auch bei den Polizistinnen und Polizisten, aber auch bei allen anderen Gruppen, die einen Bonus erhalten, diesen steuerfrei stellen, damit er 1:1 auch wirklich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommt. Vielen Dank allen Österreicherinnen und Österreichern, Ihnen allen, dass Sie die Maßnahmen mittragen, dass Sie einen Beitrag leisten, damit wir in Österreich Leben retten, diese Krise gemeinsam überstehen und dann hoffentlich auch schnellstmöglich wieder aus dieser Krise herauskommen. Je stärker wir uns jetzt an die Maßnahmen halten, je besser jeder Einzelne seinen Beitrag leistet, desto eher werden wir diese schwierige Situation überstanden haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Ich ersuche um das Statement des Herrn Vizekanzlers. Bitte schön. Ja, ich möchte mich dem Dank anschließen. Danke all jenen, die jetzt in dieser schwierigen Phase derart herausragende Leistungen bringen am Arbeitsplatz. Danke aber auch all jenen, die sich an die Vorgaben und Maßnahmen halten, weil das hilft, die Ausbreitung des Virus und der Infektionen eben zu dämpfen, zu verlangsamen. Warum sage ich das noch einmal? Es gibt einen Zusammenhang zwischen Gesundheitskrise, wenn Sie so wollen, und Wirtschaftskrise, die ja unvermeidlich ist bei derartigen Eingriffen. Ich will sagen, was unser Handeln leitet. Nach wie vor ist es so, dass wir die entsprechenden Verläufe anschauen. Wir werden jetzt Indikatoren nehmen, auf die man sich stärker verlassen kann. Das wurde schon angekündigt und da ist kein Grund zu besonderer Entwarnung. Wenn das aber so ist, ist nicht schon mit der Frohbotschaft aufzuwarten, dass wir relativ rasch die Maßnahmen lockern können. Und das leitet sich daraus ab, dass wir unbedingt, das war von Anfang weg so, den Kollaps des Gesundheitssystems, aber insbesondere des intensivmedizinischen Systems verhindern wollen. Und das bedeutet, dass manche Maßnahmen möglicherweise länger anhalten, jedenfalls nicht genau prognostizierbar sind mit Tag jetzt, aber umgekehrt, je länger die Einschränkungen dauern, desto größer die Auswirkungen auf die Wirtschaft. Es ist sogar so, dass auch da ein exponentielles Wachstum ist. Wenn was 2 Monate dauert, ist es nicht doppelt so schlecht wie 1 Monat, sondern das nimmt sogar zu, weil entsprechend die Erwartungshaltungen aller derer, die investieren sollen, aller derer, die Konsumentinnen und Konsumenten sind, sich natürlich auch verändern. Wir haben ja die Daten der Wirtschaftsforscher, die sehr ähnlich sind in der Bundesrepublik Deutschland oder auch hier in Österreich, heute eben wieder publiziert. Jetzt gilt es natürlich zu vermeiden, dass die Wirtschaftskrise einfach ihren Lauf nimmt. Und dadurch, dass bestimmte Branchen ja komplett ausfallen, sich das noch auf andere überträgt. Auch da gilt der Vergleich zum Gesundheitssystem durchaus. Also helfen wir einmal aus guten Gründen der Gerechtigkeit jenen, die unmittelbar betroffen sind. Das wird den Nothilfefonds betreffen, der große 15 Milliarden Fonds, aber und zunächst einmal all jenen, die ganz kleine Unternehmer sind. Ich darf sie mal aufzählen, was den Härtefallfonds betrifft, die Ein-Personen-Unternehmen, die freien Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, die neuen Selbstständigen, auch die nicht gewinnorientierten Organisationen werden dort erfasst.
die Kleinstunternehmen, und ich bin aufgefordert worden, ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass wir mit der Erstauszahlung, auf die ich eingehen werde, vor allem den Unternehmerlohn abdecken wollen. Also der Kleinstunternehmer mit bis zu 9 Beschäftigten hat ja auch ein eigenes Einkommen, und je nachdem, wie schwierig die wirtschaftliche Lage ist, kann der Unternehmer oder die Unternehmerin als Person betroffen sein. Davon zu unterscheiden ist, sind Maßnahmen, die das Unternehmen unterstützen sollen. Das wird ganz wichtig für die Beantragung bei der Wirtschaftskammer dann. Dann sind wir genau schon bei dem Punkt, ab morgen kann ausbezahlt werden, jedenfalls haben wir uns eben noch erkundigt. Sie wissen, die Wirtschaftskammer, auch die Landesstellen wickeln diese Anträge ab. Die Bezugs- und Antragsberechtigten hatte ich gerade erwähnt. Und insgesamt sind es tatsächlich bis zu dreimal 2.000 Euro. Das ist ähnlich wie in der Bundesrepublik mit dieser Drei-Monats-Perspektive. Und das wird sich daran bemessen, wie groß die Einkommensverluste der betreffenden Personen sind. Aber jetzt gibt es einmal eine Erstauszahlung, in der Regel 1.000 Euro, und für das Folgemonat wird dann eruiert, wie die jeweilige Lage im Unternehmen bzw. bei der betreffenden Person ist. Dazu werden ja die Wirtschaftsministerin und der Finanzminister noch näher Auskunft geben können. Aber ab morgen kann man sich durch das Formular durchscrollen bei der Wirtschaftskammer und diesen Antrag stellen. Und wir gehen davon aus und haben die Zusicherung, dass ab nächster Woche dann ausbezahlt wird. Diese Zahlung ist sozusagen eine Sofortauszahlung, eine Sofortanzahlung. Und die genaue Subventionssumme, das ist ja ein Zuschuss, da braucht nichts zurückgezahlt werden, das ist, glaube ich, auch nicht unwichtig an der Stelle, die bemisst sich dann im Folgemonat, weil wir nicht alle über einen Kamm scheren wollen. Das soll aber alles möglichst unbürokratisch und rasch geschehen. Damit zum zweiten, zum größeren Fonds, der sogenannte Nothilfefonds. Da ist das Instrumentarium so gedacht, dass das eine Mischung ist aus Kredit und Zuschuss. Zunächst einmal kann man beantragen, eine maximal die Quartalsumsatzsumme, also da ist wieder der Drei-Monats-Gedanke drinnen, und wenn sich, das kriegt man mal als Kredit mit günstigen Zinsen, alles was europarechtlich gerade sich noch so niedrig wie möglich ausgeht, und nach einem Jahr sollte sich herausstellen, was diese unmittelbar betroffenen Unternehmen an der Stelle für untergegangene Kosten haben, wenn man so will, Schäden haben, die natürlich ins Treffen geführt werden müssen und nicht bloß nur behauptet werden können. Das würde dann dazu führen, dass diese untergegangenen Kosten zu einem größten Teil ersetzt werden, an der Stelle die Teile dieses Kredits sich in einen Zuschuss umwandeln, und kreditrückzahlbar bleibt das, was an Liquidität gegeben wurde. Und der Schaden, der entstanden ist durch die Eingriffe des Gesetzgebers und der Bundesregierung, der wäre an der Stelle zum allergrößten Teil ersetzt. Das ist ein Mischmodell, das ist, denke ich, gut durchdacht, um einerseits Liquidität zu verschaffen, eine Quartalssumme Umsatz, gleichzeitig, was die Rückerstattung betrifft, Schäden zu ersetzen, weil jene Teile nicht bezahlt werden müssen, und drittens damit gewährleistet sein soll, dass alle, die bis zum 16. März gut am Wirtschaftsleben teilgenommen haben, alle Unternehmen, nicht aufgrund dieses Elementareignisses, sozusagen aus Sicht der Unternehmen ist es ja wohl ein solches, aus dem Markt ausscheiden wollen. Warum wollen wir das? Nicht nur, weil es um Gerechtigkeit geht, den Unternehmerinnen und Unternehmern gegenüber und vor allem auch den Beschäftigten, die ja zwar vielleicht jetzt in Kurzarbeit sind, aber die ja dann auch eine Perspektive brauchen wollen, in die Arbeit zu kommen. Es geht immer um Unternehmen und Beschäftigte, aber es geht auch um unser Wirtschafts- und Sozialsystem als Ganzes. Wenn wir dort jetzt helfen, dann können wir zumindest abdämpfen, dass sich diese Effekte, dass ganze Branchen quasi stillgelegt sind, auf andere sich übertragen, und dann darf ich wieder resümieren,
Wenn wir hier den einzelnen Betroffenen helfen, helfen wir auch dem Ganzen, uns allen, dem Wirtschafts- und Sozialsystem, das wir ja im Wesentlichen aufrechterhalten wollen, selbstverständlich. Und wir erleichtern damit für die, die durchhalten, die gar nicht geschlossen sind, das Durchstarten, weil die sind ja auch verflochten mit anderen. Wir erleichtern den Neustart dort, wo einer fällig ist. Insgesamt erleichtern wir das Zurückkommen und den Wiederaufbau im Wirtschaftssystem. Das sind die Grundgedanken hier. Es gibt noch weitere Instrumente, die würde ich dann dem Herrn Finanzminister und der Frau Wirtschaftsministerin überlassen, namentlich die Garantien. Also möchte nur noch einmal zusammenfassen, wir haben man muss unterscheiden, dass verschiedene Unternehmensgruppen anspruchberechtigt sind, also die EPUs, die Kleinstunternehmen, dann auch die größeren. Das ist dieses Kriterium, wonach wir Einordnungen vornehmen. Und gleichzeitig gibt es auch einen Instrumentenkoffer, der unterschiedlich wirkt. Im Härtefallfonds sind es Direktzahlungen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Im Nothilfefonds sind es eben Kredite, wo nur jene Teile nicht erlassen werden, die wirkliche Kosten sind. Dann gibt es noch die Garantien, darauf wollten wir jetzt raus, dazu wird die Frau Wirtschaftsministerin Stellung nehmen, wie ich weiß. Es gibt die Steuerstundungen und weitere Vergünstigungen, die der Herr Bundeskanzler angesprochen hat. Und abschließend ist mir nur wichtig, wir sehen es bei der Kurzarbeit, dass diese Instrumente, glaube ich, weitreichendst konzipiert sind, größte Unterstützung gewährleisten können. Aber es hilft alles nichts, wenn die Banken nicht ein paar Wochen hier mithelfen, bis diese ganzen Zahlungen fließen, weil da oder dort der einzelne Unternehmer jetzt schon ein Liquiditätsproblem haben könnte. Da müssen alle zusammenhelfen und da hören wir die Nachricht, dass die meisten großen Bankchefs von den großen Instituten und Bankengruppen hier bereit sind, in diese Richtung zu wirken. Und ich weiß, dass der Herr Bundesminister für Finanzen, denke ich, schon bald täglich in Kontakt ist, um dieses zu gewährleisten, weil auch dort muss es, wenn Sie so wollen, unbürokratisch zugehen. Und die Regularien für die Banken werden ja von der EZB nach unten ohnehin schon gelockert, auch vor diesem Hintergrund. Also die Banken müssen mitspielen, damit wir nicht zu spät kommen. Ich sage das ganz offen und ich habe da vollstes Vertrauen, dass das gelingt und weiß das beim Finanzminister in guten Händen. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, um zu übergeben. Danke, Herr Vizekanzler. Herr Finanzminister, bitte. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben als Bundesregierung in kurzer Zeit einen Schutzschirm für die österreichische Volkswirtschaft aufgespannt in der Höhe von 38 Milliarden Euro. Wichtig in allen Bereichen ist, dass die nötigen Gelder, das notwendige Geld schnell bei den Betroffenen ankommt. Denn wer schnell hilft, hilft doppelt. Es ist schon einiges an Geld geflossen. Ich möchte ein paar Auflistungen bekannt geben, zum Beispiel die Möglichkeit der Steuerstundung. Wir haben bisher 55.600 Anträge in den Finanzämtern zur Steuerstundung oder Vorauszahlungsherabsetzung erhalten. Davon sind über 45.000 bereits erledigt. Das ist ein Volumen von 1,3 Milliarden Euro, das mehr an Liquidität in den betroffenen Unternehmen verbleibt und dadurch auch hilft, besser durch die Krise zu kommen. Wir haben 9 Milliarden Euro für mögliche Garantien aufgestellt. Im Bereich der österreichischen Kontrollbank beispielsweise bis zu 2 Milliarden Euro. Da gibt es Anfragen von bis zu 1,6 Milliarden Euro, konkrete Anträge von ca. 400 Millionen Euro. Und wir im Finanzministerium garantieren, dass jeder Antrag, der bei uns einlangt, innerhalb von 24 Stunden erledigt wird. Wir haben vor nicht einmal 2 Wochen einen 4 Milliarden Euro Soforthilfefonds beschlossen. Auch da ist bereits viel Geld geflossen, zum Beispiel 100 Millionen Euro für die Pflege, denn hier haben wir eine große Herausforderung durch das Ausbleiben von Pflegerinnen und Pflegern aus dem Ausland. 22 Millionen Euro für Forschung und klinische Studien, um eben auch auf wissenschaftlicher Ebene den Kampf gegen das Coronavirus zu beschleunigen. 116 Millionen Anschaffungen für medizinisches Gerät, für medizinische Ausrüstung. Und natürlich wird auch die Kurzarbeit aus diesem Topf finanziert, wo es ja bereits viele Anträge gibt. Darüber hinaus ist aus diesen 4 Milliarden auch 1 Milliarde für den sogenannten Härtefallfonds vorgesehen, wo es, wie der Herr Bundeskanzler und der Vizekanzler gesagt haben, vor allem darum geht, dass man
den Kleinsten im Unternehmensbereich hilft, den EPUs etc. Denn dort gibt es natürlich die Situation, dass wenn beispielsweise ein Masseur oder eine Fitnesstrainerin von bis zu 100% Umsatzentfall von heute auf morgen betroffen sind, dass wir hier als Staat sicherstellen müssen, dass diese Menschen weiterhin ihre Fixkosten decken können. Und deswegen gibt es da auch zwei Phasen. Die eine Phase startet morgen. Bis zu 1.000 Euro können hier beantragt und unbürokratisch sofort erhalten werden. In der zweiten Phase bis zu 2.000 Euro pro Monat für maximal 3 Monate, wenn eben der Umsatzentgang aufgrund der Corona-Krise entsprechend da ist. Der 15 Milliarden Euro Fonds ist so aufgestellt, dass er vor allem für die Unternehmen da ist, die direkt betroffen sind und das in großem Ausmaß. Da geht es, wie der Herr Vizekanzler bereits gesagt hat, um einen Zuschusskreditvertrag. Das heißt, dass wir den Kredit beantragt von bis zu 120 Millionen oder maximal einem Quartalsumsatz. Und der Teil, der die Betriebskosten abdeckt, muss nur zu 75% refundiert werden. Das heißt, die betroffenen Unternehmen bekommen bis zu 3/4 ihrer Betriebskosten vom Staat ersetzt, wenn man so möchte, und darüber hinaus ausreichend Liquidität durch die Kredite. Bei allen Maßnahmen gilt, dass wir rasch und möglichst unbürokratisch helfen wollen. Das heißt, hier ist in allen Bereichen so viel Kulanz wie möglich angesagt. Die Kontrolle, die gemacht werden muss, soll aber sicherstellen, dass kein struktureller Missbrauch möglich ist. Aber so viel Kulanz wie möglich, so viel Kontrolle wie nur unbedingt notwendig. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Finanzminister, Frau Wirtschaftsministerin, bitte schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte auch heute wieder, wie so oft in diesen Tagen, mit einem Dank beginnen. Und zwar mit einem Dank an all jene Menschen, die die Basisprozesse in Österreich aufrechterhalten, vor allem in der Industrie, jene Menschen, die täglich zur Arbeit gehen und unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen sicherstellen, dass wir mit Lebensmitteln versorgt werden, dass wir die Produkte haben, die wir brauchen und die auch sicherstellen, dass die österreichische Wirtschaft nicht zur Gänze zum Stillstand kommt. Mein großer Dank an Sie alle. Für die Wirtschaft ist es eine Belastungsprobe, eine große Belastungsprobe, die uns dieses Coronavirus mitgebracht hat. Es ist eine Belastungsprobe, wie wir sie nicht gekannt haben seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Betretungsverbote, die notwendig sind und die Maßnahmen, die Sie alle mittragen, um die Kontakte möglichst zu reduzieren. Und auch hier bitte ich Sie ganz besonders auch in den Unternehmen, dies einzuhalten. Auch all diese Maßnahmen führen natürlich zu Verwerfungen in der Wirtschaft. Es gibt wenig Kunden, die Sie betreuen können. Es gibt Unterbrechungen in den Lieferketten. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir diesen Schutzschirm gebaut haben von 38 Milliarden Euro. Im Verhältnis zu unserem Budget, das wir in Österreich haben, sind wir hier auch unter den Spitzenreitern, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Dieses Hilfspaket ist in unterschiedliche Teile geteilt und es muss rasche Hilfe zur Verfügung stehen. Deshalb haben wir als Bundesregierung die Wirtschaftskammer Österreich beauftragt, an unserer Stelle auch diese Abwicklung zu übernehmen und die Auszahlungen vorzunehmen. Ab morgen steht diese Website zur Verfügung. Sie können auf diese Website gehen, wenn Sie ein kleines Unternehmen sind, ein EPU, ein Selbstständiger, ein Künstler, ein Journalist, all jenen, denen wir helfen wollen in dieser schwierigen ersten Phase. Die bis zu 6.000 Euro, die zur Verfügung stehen, sind Zahlungen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch in dieser Phase. Es handelt sich nicht um einen Kredit, sondern um die Möglichkeit, wirklich seine Kosten des täglichen Lebens entsprechend zu decken. Wichtig ist auch für die österreichischen Unternehmen, für die großen, aber auch vor allem für die kleinen Unternehmen, dass Garantien zur Verfügung stehen. Und diese Garantien werden rasch zur Verfügung gestellt. Wir verpflichten uns hier innerhalb von 48 Stunden in der AWS ab heute diese Garantieanträge abzuwickeln. Dafür haben wir ein Schnellverfahren eingeleitet, ein digitales Verfahren,
wo wir auch mit den Banken entsprechend zusammenarbeiten. Wir haben gestern auch Gespräche mit den Banken geführt und auch sie stehen hier zur Seite, den Unternehmen, und wir haben sie auch klar aufgefordert, hier rasch innerhalb von 48 Stunden die jeweiligen Anträge abzuarbeiten, sodass sie eingereicht werden können und dann innerhalb von 24 Stunden durch die AWS und das Bundesministerium für Finanzen entsprechend durch sind. Unsere Aufgabe ist es, Sie hier zu unterstützen, und mit dem großen Fonds, mit den 15 Milliarden Euro, ist es wichtig, dass wir hier in dieser Form der Kredite unterstützen. Uns ist aber auch wichtig, dass wir die unterschiedlichen Instrumente gut miteinander kombinieren. Und so ist es mir schon wichtig, auch dabei zu erwähnen, dass es nicht nur darum geht, die Kredite zu gewähren und diese Notfallskredite bis 120 Millionen Euro, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen zu halten. Die Corona-Kurzarbeit wird sehr gut angenommen. Und sie ist auch eine Voraussetzung dafür oder eine ähnliche, dass man hier die Mitarbeiter im Unternehmen behält und nicht eine Kombination hat von Kreditinanspruchnahme und Mitarbeiterabbau. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Warum sollen die Strukturen in Österreich erhalten bleiben, dass die Wirtschaft dann auch wieder in Stufen und rasch Fahrt aufnehmen kann? Das ist unsere Aufgabe, unsere gemeinsame, und dafür stehen wir an Ihrer Seite und für Sie und mit Ihnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Willkommen.